Vera Frühhoff, bin 36 Jahre alt, bin Diplom-Sozialpädagogin, Quantum Energy Coach, habe ja, jahrelang in der Behindertenarbeit was gemacht, habe dann geschwenkt, bin in die Freiberuflichkeit gegangen, arbeite seitdem mit Kindern, mit Erwachsenen, mache Coachings, teilweise auch Nachhilfeunterricht. Also es ist so, hat angefangen so mit klassischer Wissensvermittlung, aber ist dann immer mehr umgeschwenkt, dass ich halt gemerkt habe, ich mache eigentlich viel mehr. Teilweise intuitiv, teilweise halt auch bedingt durch meine Ausbildung als Sozialpädagogin. Habe einfach gemerkt nach und nach, dass ja, so der Kern und die Wurzel, ne, so bei den meisten Kiddies gar nicht darin liegt, dass es ihnen wirklich an Wissen mangelt. Bei manchen ist das so der Fall. Aber letztendlich, dass da ganz andere Dinge im Argen liegen. Und da bin ich dann halt mich so ein bisschen festgebissen, weil das hat mich interessiert. Und dann bin ich durch Zufall, ich meine, Zufall ist das, was einem zufällt, wenn die Zeit reif ist, ne? Bin ich halt auf die IPE-Seite gekommen. Das war wirklich so bei Google, mehr so im Hintergrund, irgendwas poppte auf und dann denke ich, ach, okay, guck mal. Und dann war das echt so, ja, direkt. Ja, ich hatte noch gar nicht viel gesehen, gehört, ich habe nur mal drüber gelesen, zwei Filmchen geguckt und das war direkt, ja. Ja, Kinder habe ich auch, zwei Stück. Die sind 10 und 13. Ja. Also ich fand die Stimmung großartig. Also es war von Anfang an getragen von einer, ja, ganz, von ganz viel Respekt, von ganz viel positiver Energie, also so von der ersten Sekunde an war ich wirklich gefesselt und das übertrug sich ja auch. Also alle saßen da irgendwie gefühlt wirklich so fasziniert und positiv und keiner war so gestresst und in diesem, ich muss jetzt aber lernen und ich muss jetzt was leisten, so, sondern das war wirklich toll. Also ich bin völlig fasziniert gewesen von der ersten Sekunde, wirklich gefesselt, toll. Toll, also Wahnsinn. Ich finde es unglaublich, wie man ja erstmal vom Menschlichen her, ne, das Ganze vermitteln kann. Ich finde ihn unglaublich echt und authentisch. Ne? Ich habe also ein paar Videos halt im Internet gesehen, hab gedacht, ob der wirklich so ist, das muss ich mir ja mal selber angucken. Und er ist wirklich so echt authentisch, mit unglaublich viel Wissen, was er auf so eine spielerische Art und Weise vermittelt. Also es ist irre. Ja? Also, ich habe immer so zwischendurch mitgekriegt, was man wirklich geballt da mitkriegt an Wissen, an Fakten, ja. Man merkt es gar nicht. Also es ist verpackt, ne? Man hört es immer wieder und es sitzt und das mit Freude, mit Spaß, mit so viel Enthusiasmus und er lebt das. Großartig. Ich konnte für mich auch noch so ein paar Baustellen bearbeiten. Ich habe zum Beispiel ganz lange mit mir rumgeschleppt, dass ich ja, wirklich Panik hatte vor Wespen. So, ne? Also so richtig mit auf den Tisch springen in der Eisdiele. Ne? So. Und das ist weg. Es ist wirklich weg. Also ich habe jetzt schon etliche Situationen gehabt, wo ich beim Essen saß und dann schwirrten sie mir wirklich um die Nase und ich saß dann und gedacht, okay, du bist eine Wespe, es ist in Ordnung und das Gefühl ist weg. Ja, und am Anfang bin ich noch so auf die Suche gegangen, so, du müsstest doch jetzt eigentlich reagieren, da müsste doch jetzt was kommen, aber es kam nichts. Ja? So dieser Moment, wo man weiß, jetzt eigentlich sollte was kommen und es kommt nichts. Toll. Definitiv. Weil es an der Wurzel wirklich ansetzt. Und ich finde gerade in der heutigen Zeit, wo der Druck von außen halt immer stärker wird und die Kinder ja irgendwie so in der Mitte stehen, ne, und halt, ja, quasi teilweise fast zerrissen werden, ne, von Gesellschaft, von Schule, von Eltern, von Ansprüchen und so weiter, finde ich das unglaublich wichtig. Also es ist wirklich was die Wurzel stärkt bei Kindern. Ich habe immer so dieses Bild vom Baum, ne? So das Wichtigste ist die Wurzel, dass die stark ist und dass es breit ist und dann können Stürme kommen, ja, dann biegt man sich im Wind und es ist okay, ne? Aber das ist für mich diese Arbeit, wirklich diese Wurzel zu stärken und das, was nachwächst, dann, ja.